So, wir waren heute wieder zum Teil schon mal einkaufen heute Morgen. Heute Nachmittag geht es weiter. Deswegen drehe ich schon mal den ersten Teil von unserem Haul ab. Wir waren unter anderem im Kick. Da haben wir für Connor ein Minions-Badehandtuch geholt. Da wird er sich wahrscheinlich tierisch freuen. Dann hat der junge Mann Unterhosen gekriegt. Die sollen ein bisschen ist gut, um einiges lockerer sitzen, weil er ja im Juli eine OP hat. Da braucht er die in extra groß für ihn. Genauso wie er einen Sitzdonut braucht. Aber ganz ehrlich, diese Sitzkissen. Kann mir ein Mensch erklären, warum die so teuer sind? Wir haben jetzt einen Schwimmreifen genommen, der kostet 1,60 € und tut's genauso. So, dann hat der junge Mann im Action einen neuen Kopfhörer gekriegt, also Headset, denn seins ist kaputt, damit er wieder über seine Xbox mit seinen Freunden kommunizieren kann. Das wird ja jetzt dann gerade in den Sommerferien wieder sehr, sehr wichtig. Denn ja, wir können dieses Jahr nicht wegfahren, da er ja die OP hat und die Ärzte meinen schon, das kann 3 bis 4 Wochen dauern, die Recovery. Also, was wird er machen? Er wird den ganzen Tag vor der Xbox hocken und dann kann er wenigstens mit seinen Kumpels kommunizieren. So, dann haben wir ihn beim Bäcker. Ich hole es mal raus. Ich finde das so süß. Eine Brioche-Maus geholt. Die hat mich irgendwie total an Tom und Jerry, an die Maus erinnert. Für uns gab es noch ein Laugenbaguette. Dann für den jungen Mann wieder für die Schule Sandwich Toast. Darf ja nicht fehlen. Dann habe ich mir, den werde ich draußen mit einpflanzen, so einen Multicolor-Salat mit Wurzeln geholt. Das ist dann jetzt der dritte, den ich einpflanze. Und die anderen beiden, die halten jetzt schon, ja, so 2, 3 Monate. Muss man dann immer ein bisschen nachwachsen lassen und dann wieder ernten. Das ist richtig toll mit den Salaten. So, die ist schwer. Genau. Das haben wir noch an der T-Docs geholt. Ein Badewanneneinlage, da unsere mittlerweile erneuert werden muss. Dann hatten wir über die Lidl-App dieses Lemon. Ich finde das so lecker, das Zeug, dieses Freeway Sparkling Lemon. 30% reduziert. Diese von Funny Donuts, die liebt Connor, die gab es auch reduziert über die App. Ja, die hatten wir im Kaufland geholt, 2 Flaschen Wasser. Das ist auch aus dem Kaufland. Pesto Calabrese. Das ist wieder aus dem Lidl. Die Knusperschnitte. Irgendwas. Ach, das sind die Dosen wahrscheinlich ausgelaufen. Nicht schlimm. Das haben wir noch aus der T-Dogs, haben wir Connor einen Durstlöscher mitgebracht. Der liebt ja Zuckerwatte. Bin ich mal gespannt, ob ihm der schmeckt. Die haben da ja mittlerweile echt die komischsten Geschmacksrichtungen. Dann gab es beim Lidl diesen Haferkakao für ja auch 30% reduziert. Deswegen dachte ich, ich probiere den mal. Dann haben wir im Lidl XXL Milch, also eine 12er Palette zum Preis von einer 10er Palette, mussten wir natürlich zuschlagen. Da bei uns Milch gerade jetzt mit Matcha-Tee ziemlich aufgebraucht wird, dann waren wir
ausnahmsweise mal sogar im Penny drinne und haben dreimal Tortelloni geholt. Das ist mit Mortadella und Schinken, dreimal. Die wird es auch heute geben für meine Männer. Und dazu gibt es, ja, mein Männer liebt es, die Carbonara-Soße. Ich werde mir einen Gurkensalat machen und ein bisschen von dem Laugenbaguette. Genau. So, damit wisst ihr schon mal, was es heute gibt. Für meine Männer, wie gesagt, die Tortelloni und für mich Laugenbaguette mit Salat. Ansonsten kommt für euch gleich, für mich in ein paar Stunden, der zweite Teil des Hauls und danach dann die endgültige Liste, was wir essen. Genau, also bis gleich. So, ihr Lieben, Teil 2 meines Food Hauls und das scheinbar... Trotz, dass es bewölkt ist, zu heiß ist, habe ich eben vergessen, das Video anzumachen. Der junge Mann hat sich schon eine Rolle Neobites mitgenommen und hat hier Fanta sich rausgesucht. Dann habe ich hier hinten schon die Bananen hingelegt, die sie mitgebracht haben. Dann hat sich der junge Mann Kakao rausgesucht. Ich werde es nie verstehen. Kakao, ja, ich habe den immer im Winter getrunken und im Sommer mich darauf gefreut, dass es Erdbeer- und Bananengeschmack gab. Gut, er macht es andersherum. Dann dürfen wir im Winter wieder gucken, wie wir drankommen. Genau. Vielleicht am besten im Sommer 1-2 Packen holen, damit er im Winter da ist. Genau. Für mich wieder Lachsschinken. Ihr wisst ja, den liebe ich. Und meine Männer haben sich wieder... dreimal Paprikasalami. Dann einmal den Ketchup mit 60% weniger Zucker. Dann ist hier noch drin meine Hafermilch dreimal. So, das haben wir jetzt dahin. Kann Männer sie nehmen. Achso, Moment. Eine Hafermilch müssen wir ja da lassen, da meine im Kühlschrank ja leer ist. So. Dann hat sich Männer eine Cola Zero Sugar, die ist allerdings schon leer, unterwegs getrunken. Dann hat sich Junior wieder für die Schule Cabanossi-Stangen, die liebt er im Moment, die nimmt er mit in die Schule. Eine Gurke. Dann 6 Tomätchen. Da unser Weltmeisterbrot nicht zu haben war heute, ein anderes Körnerbrot, aber auch sehr lecker. Riecht auf jeden Fall schon sehr, sehr lecker. Und Männer hat sich noch Snacks ausgesucht. So, jetzt hole ich noch den Essensplan. So, da bin ich wieder. Was wir heute gegessen haben, hatte ich euch ja schon gesagt, denn das haben wir jetzt auch schon gegessen zwischen den beiden Einkäufen. Die Tortelloni mit Carbonara und Salat und Laugenstange, genau. Ja, dann haben wir was zum dritten oder vierten Mal geschoben, weil irgendwie kommt momentan ständig was dazwischen. Wir haben immer noch die Knödel über, das sind wieder für 2 Tage. Dann gehen wir am Sonntag, gehen wir essen, da hat mein Männer Geburtstag. Da gehen wir Pizza essen bei Pepe. Der hat richtig leckere Pizza mit richtig toller Qualität. Der holt sein Obst und Gemüse immer auf dem Markt in Mainz und achtet dann auch drauf, dass das richtig tolle Qualität ist. Also echt top. Da isst du eine kleine Pizza und bist pappsatt, während du normalerweise eine große essen könntest oder so. Genau, und dann ist noch für 2 Mal Polenta geplant. Ein Tag ist frei.
der wird auf jeden Fall wieder gefüllt. Da habe ich überhaupt keine Bedenken bei. Genau. Das war mein kleiner, aber feiner Food Haul wieder. Wir sind wieder mit 60 Euro zu Rande gekommen. Ich denke, da wir es diesmal nicht gekriegt haben, wir werden morgen oder am Montag noch ein Olivenöl holen. Das ist da auch noch in der Rechnung mit drin. Genau, das war's dann. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Corrie.